Ich glaube, heute wird meine Leidensfähigkeit auf eine große Probe gestellt. Ja, liebe Schatz, die Junkfood-Gemeinde heute tendenziell eher Junkfood. Heute wird meine Leidensfähigkeit, wie ich gerade schon sagte, wahrscheinlich auf eine große Probe gestellt. Schimpft wahrscheinlich der eine oder andere, ich gehe wieder nicht voreingenommen an meinen Test ran. Ich will es doch probieren. Heute sind dran von Maggi Magic Asia gebratene Thai-Nudel-Curry und jetzt mal gucken, was da so dran ist. Ja, ihr Lieben, die Nudel, wie auch immer, Pfanne ist fertig. Wie sieht's aus? Ja, wie Nudeln, ein bisschen Trockengemüse halt drin, zusammengebröselt. Muss allerdings gestehen, es riecht besser, als ich es erwartet habe. Und ich wollte einfach mal gucken, wie es schmeckt. Also gerochen habe ich schon Schlechteres. Ja, liebe Junkfood-Fans, ich habe mir jetzt so einen Teil dieser zwei Portionen Asian-Nudeln reingezogen. Wie ist denn die Gesamtnote davon? Es hat gereicht. Es war ausreichend. Also es ist eine 4. Wir kommen hier auf eine 4. Also es ist einfach nichts Besonderes. Es ist jetzt kein Geschmack, der irgendwie in Erinnerung bleibt. Warum kann 5 oder 6? Ganz einfach. Also es war nun nicht so schlimm. Also 5 ist, ich esse es nicht auf, 6 ist, ich kotze. Beides nicht der Fall. Es ist halt vom Geschmack her einfach wow, belanglos. Fairerheitshalber sei gesagt, es sind ja diese Thai-Asia-Nudeln da von Maggi. Es ist zumindest pikant, also das ist schon okay, dann lass mich doch nochmal dafür, dass es pikant ist, das doch mal auf 4+ korrigieren. So, ihr Lieben, Preis-Leistungs-Check für die Magic Asia-Nudeln da von Maggi. Ich habe für dieses Tütchen jetzt 99 Cent bezahlt, war natürlich wieder mal im Angebot. Im Nicht-Angebot kosten die Dinger, glaube ich, irgendwie so irgendwas zwischen 1,30 und 1,50. Worauf habe ich noch ein bisschen weiter gegessen. Zwei Portionchen für einen Typen von meiner Statur sind eigentlich ganz sättigend und da kann man eigentlich für 1 Euro bis 1,50 eigentlich nicht für meckern. Also Preis-Leistungs-Check, obwohl der Geschmack jetzt nicht so der große Hammer war, ist eigentlich doch schon bestanden. Yep, eine Stunde später machen wir es ganz kurz und knackig. Der Vorteil von Nudeln ist halt, man ist nicht so vollgestopft, als wenn man sich da irgendwie so eine Jumbo-Pizza irgendwie reinstopft, wo dann irgendwie der Teilchen einem noch nachquält. Ist echt der Vorteil hier bei diesen Nudeln. Mir geht's gut. Ich könnte jetzt vielleicht auch noch eine Runde Sport vielleicht machen, jetzt wo es eine Stunde gesagt ist. Und ja, passt. Also Verträglichkeitscheck, auch ein Haken dran. Yo, das war's, ihr Lieben. Dieses Mal, die Nudeln haben er ja so mittelmäßig abgeschnitten und wo ich mich auch drüber freuen würde, ne? Daumen nach oben fürs Loben, abonnieren und schaut auch mal bei Facebook vorbei. Ich freue mich auf euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer MK.